Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit hörte der Tetrarch Herodes von allem, was durch Jesus geschah, und wusste nicht, was er davon halten sollte. Denn manche sagten, Johannes ist von den Toten auferstanden. Andere meinten, Elia ist wieder erschienen. Wieder andere, einer der alten Propheten ist auferstanden. Herodes aber sagte, Johannes habe ich selbst enthaupten lassen. Wer ist dann dieser Mann, von dem man mir solche Dinge erzählt? Und er hatte den Wunsch, ihn einmal zu sehen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Zu diesem Evangelium sind mir zwei Gedanken eingefallen. Der erste, Herodes wusste nicht, was er von Jesus und seinen Taten halten soll und wollte ihn deshalb sehen. Eigentlich ist es ein mutiger Schritt. Und da habe ich mich gefragt, wie es bei mir ist, ob ich Jesus sehen will. Wenn ich zurückschaue, denke ich mir, dass ich oft so einen Schrödingers Gott hatte. Könnt ihr euch noch an dieses Gedankenexperiment aus der Schule über die Schrödingers Katze erinnern? Eine Katze ist mit einem Gift in einer Kiste eingesperrt. Und solange ich die Kiste nicht aufmache, kann sie beides sein, lebendig und tot. Erst wenn ich die Kiste aufmache, erfahre ich es. Und manchmal halten wir es eben für sicherer, so einen Gott auf Distanz zu haben. Ich könnte zwar für etwas beten, aber was ist, wenn das Gott wirklich erhört oder nicht? Und ich könnte Gott mein Leben oder manche Dinge geben, aber was ist, wenn er mir dann das, was mir am liebsten ist, einfach wegnimmt? Ohne dass ich es ausprobiere, werde ich es nie erfahren. Möchte ich Jesus also nur aus der Ferne beobachten? Oder möchte ich ihn wirklich sehen? Mache ich die Kiste auf? Und der zweite Gedanke, Herodes hatte den Wunsch, Jesus zu sehen. Für ihn war es möglich, Jesus mit den Augen anzuschauen, weil er zur selben Zeit lebte. Bei uns geht es aber nicht. Ich habe zwar vorhin darüber geredet, ob ich Jesus sehen will. Es klingt schön und erhaben, aber an sich ist es ja ein Blödsinn, denn ich werde wahrscheinlich keine Offenbarung haben. Also habe ich mich gefragt, wie müsste sich mir Gott offenbaren, dass ich es verstehe? Was müsste Gott tun, dass es bei mir ankommt und mein Vertrauen und Glaube dadurch stärker werden? Ich weiß nicht, ob wir zu ähnlichen Antworten kommen, aber es würde mich interessieren, wie ihr es habt.
Für heute habe ich also zwei Fragen. Möchte ich Jesus nur auf Distanz in einer Kiste haben oder möchte ich ihn sehen? Und die zweite, was müsste er tun, wie müsste er sich mir zeigen, dass ich es verstehe und mich berühren lasse?